Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae auf Deutsch in Blind und von mir Superfax. Ja, beim letzten Mal lief es ja nicht ganz so gut und ich bin nicht sehr weit gekommen. Aber mittlerweile habe ich wieder Lust auf Shantae und ich komme jetzt auch in ein Gebiet, in dem nicht so assige Gegner rumlaufen. Also keine Nagas und Skorpione und hast du nicht gesehen, sondern einfache Gegner, die ich mit ein oder zwei Schlägen fertig machen kann und denen ich besser ausweichen kann, so wie dem kleinen Kollegen hier zum Beispiel. Naja, mit dem Ausweichen hat sich's noch so. Ach, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe. Und ich reise jetzt erstmal wieder nach Watertown, weil das ja auf dem Weg liegt in den Sumpf. Da werde ich dann auch erstmal noch den letzten Warp-Squid abgeben. Dann kann ich mich zumindest dahin mal teleportieren. Und ich lasse mich schon wieder die ganze Zeit von allem treffen. Und wenn ich mich dahin teleportieren kann, dann wird das Reisen auch viel angenehmer, weil ich nicht immer durch das ganze Mist hier laufen muss. Und mich von allem treffen lasse, wie gerade. Das ist nicht so toll. Ich hätte mir echt mal so Heil-Items kaufen sollen, aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Moment, hier oben war nichts. Na gut. Ich habe keine Lust, schon wieder zu sterben. Was aber gleich passieren wird. Hier oben war irgendwas. Ich glaube, da war... Den kann ich nicht mehr treffen von hier. Ah, du haust auch wieder ab. Gut. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, da oben war der eine Herzcontainer. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Also, ich fände es besser, wenn es wie ein Zelda wäre, dass man halt nach jedem Dungeon einen Herzcontainer bekommt. Dann hätte ich jetzt nämlich schon 7 Herzen. Und damit liefe das Ganze wesentlich besser. Ich versuche gerade hier irgendwie Herzen zu bekommen, aber die wollen mir irgendwie keine geben. Deswegen gehe ich mal weiter und diesmal langsam. Damit ich nicht wieder in irgendwelche Viecher reinlaufe. Und... Ja, oder sie können natürlich auch nicht reinspringen, was auch nicht so toll ist. Juwel, na gut. Außerdem gibt es ja dann in Watertown neue Kampftechniken, die ich mir auf jeden Fall auch besorgen werde. Oder, naja, eine zumindest. Dafür habe ich genug Geld. Für zwei weiß ich nicht genau, ob das reicht. Und vielleicht läuft es dann damit ja auch besser, wenn ich einfach bessere Kampftechniken habe, weil mein Zopf ist nun mal relativ beschränkt. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich mit dem Elefanten hier vernünftig kämpfen kann. Aber ich vermute mal, dass das auch nicht so viel bringen wird, deswegen... Juhu, Nacht. Boah. Du nicht, du blöde Spinne. Haha, getroffen. Boah, springt der Edelstein. Die ist noch ziemlich, wie so ein Flummi. Die kann man als Flummi benutzen. Ist hier oben was? Ich kann nicht mal drauf. Na gut. Und hier hinten ist wahrscheinlich auch nichts. Naja, schade. Ein Versuch war es ja wert. Also wenn da jetzt irgendwie so ein wie heißt denn jetzt, Herzcontainer versteckt wäre, wäre schon ziemlich cool gewesen. Ah, Moment, die schießt. So. Stirb. Ganz vorsichtig. Nur mit der Ruhe, dann klappt das schon, hoffe ich. Oder auch nicht. Na egal. Jetzt starte jetzt direkt wieder hier. Da ist das nicht so schlimm. Ich muss bloß aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr sterbe, bis ich nach Watertown komme, weil ich habe kein Leben mehr. Und das heißt, ich muss wieder in Scuttletown und anfangen, wenn ich jetzt sterbe. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen ganz langsam und vorsichtig und möglichst nicht treffen lassen. Das muss doch irgendwie möglich sein. So, drüber springen. Und hier auch. Ja, wunderbar. Also einerseits möchte ich gerne rennen, weil ich damit einfach schneller vorankomme, aber weil der Bildausschnitt so klein ist... Hä? Da ist ein Schuss hingegangen. Na egal. Weil der Bildschirm so klein ist, oder der Bildschirmausschnitt besser gesagt, ist das nicht unbedingt so eine gute Idee hier, weil ich dann in alles reinrenne. Egal, ich krieg das schon hin. Und ich glaube, ihr seht mich auch lieber langsam laufen hier, anstatt die ganze Zeit irgendwie zu sterben und dann wieder sonst wo anzufangen. Weil ich denke mal, das ist auch relativ langweilig, wenn ich zigmal den gleichen Weg immer und immer wieder gehe. Kann ich da hoch? Nö. Deswegen, ja, langsam halt. Hauptsache, ich komme voran. Hier, das wie eine Voodoo-Spinne. Wann kommt denn der Gebietsübergang? Moment, kann ich da hochspringen? Ups. Ah, Moment, das müsste doch...
Ja, das geht. Wunderbar. Hm, bin ich da schon mal jemals eigentlich hochgeklettert? Hier meine ich. Wow, Spinnen. Und es ist Tag. Wunderbar. Hier, wow, die schießen noch auf mich. Hm. Hüpf. Und voll in ein Loch rein. Na, glücklicherweise nicht. Ich hätte gerne irgendwelche Sachen, die mich heilen und mir Lebensenergie geben und leben und überhaupt. Ich will einen Fernkampfangriff haben. Das wäre eigentlich super, ein Fernkampfangriff. Also nicht nur die Items, die dann verbraucht werden, sondern ein Speicherpunkt. Den nehme ich auch sehr gerne. Hallo Shantae, möchtest du speichern? Ja, bitte. Ja, bla 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 bla. Okay. Ja, your game has been saved. Dankeschön, alter Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder gestorben bin. Ich überlege gerade, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ich springe jetzt einfach irgendwo in ein Loch, hier im Wald am besten, weil das ist am nächsten. Und dann kann ich ja direkt wieder, ja, von dem kann ich mich jetzt auch treffen lassen. Hm, da komme ich nicht hoch. Na gut, dann springe ich rechts ins Loch. Das ist mir jetzt zu blöd, da hochzuklettern. Denn dann fange ich ja direkt wieder mit 4 Leben beim alten Mann an und kann viel entspannter mich vorwärts bewegen. Was die ganze Sache erleichtern dürfte. Hallo Frosch. Hier müsste irgendwo Wasser sein. Da. So. Upp, tot. Jetzt sehen wir erstmal wieder Risky Boots. Ja, ja, bla, bla. Du hast gewonnen. Nein, hast du nicht. Wir versuchen es natürlich noch einmal. Denn unsere Seele wurde gespeichert oder so. Irgendwie sowas. Und wir können in die Vergangenheit zurück Tempomorphen. Ja. Und wer weiß, woher ich den Begriff Tempomorphen habe, aus welchem Spiel, der kennt sich gut aus. Ja. Und der dürfte auch einen recht guten Geschmack haben, was Point-and-Click-Adventures angeht, ja. Aber, nur gut. Vielleicht spiele ich das irgendwann auch mal, aber mal gucken. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Point-and-Click-Adventures spielt, vor allem nicht blind. Ja, und das besagte Spiel habe ich nur... Oh, ich wäre fast da reingefallen. Habe ich nur den Anfang gespielt, die Demo. Deswegen wäre das komplett blind. Aber ich werde definitiv ein Adventure spielen, und zwar The Longest Journey. Denn dieses Spiel ist einfach ziemlich cool und das würde ich dann auch nicht mehr blind spielen. Und das möchte ich euch einfach zeigen. Deswegen... Ups, toll. Hm. Na gut, nochmal hochklettern. Ist ja jetzt nicht so wild. Aber ansonsten... Ich weiß nicht. Eventuell, was ich auch noch sehr gerne spielen würde an Adventuren, wäre Grim Fandango von Tim Schäfer. Weil das habe ich zwar auch noch nicht gespielt, aber das soll richtig geil sein. Und ja, eventuell Full Throttle, aber das weiß ich noch nicht. Halt auch von Tim Schäfer, weil Tim Schäfer ist einer meiner absoluten Lieblingsspieleentwickler. Neben Suda51. Also die beiden, von denen spiele ich eigentlich so gut wie alles, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Und ja, Suda51, falls euch der Name jetzt kein Begriff ist, der hat so Titel wie Killer 7, No More Heroes, Contact für den DS hat er auch gemacht. Und er hat an Shadows of the Damned mitgemacht. Und bald kommt Lollipop Chainsaw, ist das neueste Spiel, an dem er arbeitet. In dem man halt eine Cheerleaderin spielt, knapp bekleidet, die mit einer Kettensäge Zombies metzelt. Ja. Also manche würde es vielleicht als geschmacklos bezeichnen, aber ich finde es einfach cool. Also nicht die knapp bekleidete Cheerleaderin, die Zombies metzelt, sondern überhaupt Sudas Stil. Weil der ist ziemlich krank. Also wer schon mal was von Killer 7 gehört hat, weiß, was ich meine. Und ja, er hat einfach einen ziemlich coolen Stil. Deswegen finde ich ihn einfach genial. Das Gameplay ist zwar nicht immer so das, was man als tolles Spiel bezeichnen würde. Also einiges Teile von No More Heroes haben sich ziemlich gestreckt. Und Killer 7 ist jetzt auch nicht unbedingt so ein gutes Spiel vom Gameplay her. Na, geh doch da rein, Shantae. Geh da rein! Aber er ist trotzdem ziemlich hoch bei mir. Na, was soll denn das? Och, geh da jetzt doch bitte rein. Hallo! Oh! Nein, du sollst keinen Hochsalto machen. Okay, Shantae möchte nicht in die Stadt, aus welchen Gründen auch immer. Na gut, dann erzähle ich noch ein bisschen was von Tim Schäfer. Denn von Tim Schäfer werde ich auch noch, jetzt geht's auf einmal, auch noch einige Spiele Let's Playen wollen. Und zwar Psychonauts, das habe ich ja schon mal in dem Infovideo erwähnt.
Oder halt auch Brutal Legend irgendwann mal, wobei Brutal Legend mich eigentlich weniger reizt. Also es ist schon ein cooles Spiel, ich liebe es. Aber jetzt zum Let's Playen, ich weiß nicht. Irgendwann vielleicht mal, bestimmt. Aber zum Beispiel Psychonauts oder Stacking habe ich viel mehr Lust drauf. Speichern auf jeden Fall auch. Und dann mal sehen. Aber ich habe so viele Titel, die ich gerne Let's Playen würde. Also Dutzende wirklich. Deswegen, ja, bla 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 bla. Deswegen, wahrscheinlich kommt dann, oder vielleicht kommt dann auch irgendwie Titel, die ich jetzt hier genannt habe, kommen dann irgendwann erst im Jahr oder so dran. Weil einfach so viel anderes noch ansteht, was ich gerne machen würde, weil ihr glaubt gar nicht, wie viele vergessene oder unbekannte Perlen es eigentlich gibt. Es ist unglaublich, wenn man sich einmal damit beschäftigt und guckt, was es so gibt, da gibt es schon einiges. Genauso viele wie heute Klassiker sind, die jeder kennt, gibt es auch unbekannte Klassiker. So, erstmal hier. You found my baby, that is my baby, right? It's so hard to tell. Ja, natürlich, es ist dein Baby. Hooray, you found them all. Now I'll teach you something very useful. Watch carefully. Oh, endlich. Okay, besser Bildschirm. Wow. Wow, ziemlich lang. Ich möchte es gerne nochmal sehen. You can perform this dance anytime you like to walk back to this town, day or night. Geil, Moment. Nein! Weg hier. So, ich möchte mir das nämlich noch erstmal angucken. Und das dürfte Reisen jetzt wesentlich einfach machen. Okay, runter, hoch, rechts, links, BA. Fast wie der Konami-Code, bloß ein bisschen kürzer. Und der Konami-Code geht auch ein bisschen anders. Zwei hoch, zwei runter, links, rechts. A, B oder B, A, B, A? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Ich spiele ja gerade kein Konami-Spiel, das ist nicht so wichtig. Wenn ich Contra spielen würde, wäre das was anderes, aber nun gut. Also runter, hoch, rechts, links. Probieren wir es doch mal aus. Also runter, hoch, rechts, links, B, A. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Nein, es war nicht richtig. Okay. Runter, hoch, rechts, links, A, B. Nein, ich glaube, ich habe... Moment, ich muss nochmal nachgucken. Irgendwie habe ich das gerade falsch gemacht. B, A. Okay. Irgendwie habe ich die Tasten falsch gedrückt. Na gut. Runter, hoch. Da. Okay. So, versuchen wir es noch einmal. Runter, hoch, rechts, links, B, A. So, jetzt müsste ich es richtig gemacht haben. Jawohl. So ein Schwert, so einen neuen Tanz zu machen, ist schon schwer. Ja. Und wir werden vor die Stadttore teleportiert, was sehr gut ist. Ich komme jetzt leider nicht mehr in die Stadt rein. Mal wieder. Jetzt geht's. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Na, aber egal. Ich wollte noch in den Itemshop gehen, denn ich möchte mir neue Techniken kaufen. Hier. So, hallo, wie geht's dir denn so? What can I do for you? Du könntest mir was Tolles geben. Wie wäre es mit... Oh nein, ich werde mir keine Valleys, Vials holen. So, Sash, 400 Attack during a spin kick to... nein, ich wollte... Falsche Taste. Nochmal bitte. What can I do for you? So. Attack during a spin kick to drill through your foes. Das könnte sehr nützlich sein. Calf hold down attack to charge up a mighty elbow dash. Das könnte auch nützlich sein. Ich kann mir aber nur eins leisten. Attack during elbow dash for a powerful 12 attack. 900. Ja, ich würde gerne alles haben. War hier nicht noch eins mehr? Hm, seltsam. Aber gut, ich werde mir, glaube ich, erstmal Sash holen. Ich kann mich ja jederzeit wieder hierhin teleportieren. Nein, ich möchte das haben. Nochmal. Ja. What can I do for you? Ich möchte bitte Sash haben. Ja, ich möchte es haben. Dankeschön. Nein, ich habe zu danken. Ja. So. Okay, jetzt müsste ich ja... Moment. Salto und dann... Ja! Damit dürfte ich doch wesentlich besser kämpfen können. Brauche ich sonst noch was? You know, Mimic, that old critter is a relic hunter. He's been around for years digging the dirt. They call him Mimic because he makes copies of everything he finds. Okay. Ein Typ namens Mimic, der Kopien von allem anfertigt, was er findet. Und seit Jahren schon im Dreck gräbt, um irgendwelche alten Reliquien zu finden. Auch gut. Vielleicht werden wir ihn ja gleich im Sumpf treffen. Aber vorher speichere ich doch nochmal gerne. Und dann machen wir uns auf in den Sumpf. Hoffentlich. Your game has been saved.
Und irgendwie, ich weiß nicht, ich mag die Wüste nicht. Also hier bin ich jetzt viel besser durchgekommen und jetzt macht es auch wieder Spaß. In der Wüste war das einfach. Also die Gegner da sind. Spin Kick und. Coole Attacke. So, Moment, das wird jetzt. Was? Wieso habe ich Schaden genommen? Das ist irgendwie inkonsistent. Komm, du blöde Feuertomate. Stirb! Auch gut. So. Ja, hier sind ja wieder die Fliegen. Da, die schwimmenden Steine. Hilfe. Bäh. Toll, Item verschwendet. So. Wow, das scheint aber ziemlich stark zu sein. Muss ich sagen. Ich habe jetzt einmal mit dem Zopf angegriffen, also mit dem Salto, mit dem Kick angegriffen und dann den Spin-Kick gemacht und schon war er tot. Ich meine, er hätte mehr ausgehalten. Ja, ist gut hier, komm. Habe ich gerade gesagt, dass es hier besser ist? Naja, es ist schon besser als in der Wüste. Das auf jeden Fall. Aua. Gib mir Herzen. Ich möchte Herzen haben, bitte. Und Edelstein, und da schwimmt schon wieder ein Stein. Da unten ist er. Und jetzt ist er weg. So. Stirb. Ah, hier brauche ich den Affen, ne? Also. Rechts. Unten. Nicht? Dann halt unten rechts. Dankeschön, Chantae. Die Affenform. Hui. Kletterfett. Also, Mr. Jack Smith muss es wirklich schwer haben. Weil im letzten Little Big Adventure Part habe ich einen riesigen Vorrat an Mecha-Pinguinen gefunden und jetzt muss ich als Affe spielen. Und er hasst sowohl Affen als auch Pinguine. Ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber für ihn sind das ja die richtige Horror in LPs quasi. So, stirb, stirb! So, noch einmal. Wunderbar geschafft. Muss mir eigentlich überlegen, was ich noch spielen könnte, in dem Pinguin und Affen vorkommen. Einfach um ihn zu ärgern. So, eins, zwei, drei. Okay, der hält normalerweise drei aus. Habe ich den gerade eben dreimal getroffen? Ansonsten dürfte der Spin-Kick doppelt so stark sein wie meine normale Attacke. Wow, das war knapp. So, geschafft. Ohne zu sterben, wunderbar. Ich darf mich bloß nicht mehr treffen lassen, merke ich gerade. Deswegen mache ich das jetzt hier auch sicher. Ohne Spin-Kick. Weil ich habe keine Lust, während meiner Attacke getroffen zu werden, aus welchen Gründen auch immer. Also ein bisschen mehr Unverwundbarkeit hätte da, glaube ich, ganz gut getan. Das stört mich ein bisschen. Und ich habe auch die schweren Gegner wären nicht so nervig, wenn irgendwie der Angriff von Shantae ein bisschen besser wäre. Also, wie gesagt, ein bisschen Fernangriff bräuchte ich oder so. Oder halt einfach, ich weiß nicht. Schwer zu beschreiben. Hopp. Eins. Zwei. Und weg ist er. Toll. Na gut. Laufen einfach mal durch, solange es noch Nacht ist. Ich weiß gar nicht mehr, was hier sonst so für Gegner unterwegs sind. Deswegen gehe ich gerade. Ach, ihr! Ja. Egal. Ich habe das Gebiet gewechselt, deswegen macht mir das nicht so viel aus. Ich fange ja wieder hier an und muss nicht von Watertown aus wieder laufen. Deswegen soll mir das ganz recht sein. Habe ich wenigstens wieder drei Herzen. Leider nicht vier. Was ein bisschen schade ist. Aber na gut, man kann nicht alles haben. So, zwei. Ah. Oh, verdammt. Drei. Und Item aktiviert, aus welchen Gründen auch immer. Ich wollte es eigentlich nicht aktivieren, aber gut. Naja. Ach, spring einfach drüber, Shantae. Das ist die einfachste Variante, mit den Gegnern fertig zu werden. Hier geht das auch vernünftig, nicht so wie in der Wüste. Mit den Skorpionen und den Nagas, wo ich überall reinspringe. Ne? So, weiter. Wann ist denn endlich das Gebiet zu Ende? Wow, das war knapp. Ich wäre fast reingefallen. Weil ich irgendwie nicht richtig gesprungen bin. Feuerball. Oh, okay, das Gebiet ist zu Ende. Wunderbar. Jetzt müsste der Sumpf kommen. Ja, das ist der Sumpf. Und dann haben wir auch schon den nächsten Dungeon schon mal gesehen. Weil ich ja so weit gekommen bin. Ich frage mich bloß, ob dann jetzt auch da die Reisende sind. Oder ob hier nur Zombies rumlaufen. Oder ob die Reisende Zombies sind und mir wohlgesonnen sind, mir helfen. Man weiß es nicht. Außerdem hat das Spiel schon gespielt, was ich nicht habe und ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen. So. Hier ist er. Wo sind jetzt die Typen, die mir hier irgendwie helfen? Ich gehe mal noch ein Stück weiter.
Und vielleicht sind sie ja in der Sackgasse. Das würde auch erklären, warum da eine Sackgasse ist, wenn man einfach so nicht weiterkommt. Oder ich kann mit dem Elefant da durchrammen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Muss ich mal ausprobieren. Ja, bla 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 bla. Ich möchte speichern. Dankeschön. Ja. Zombies, Zombies, Zombies. Aua! Ja, ich habe vergessen, dass ich denen den Kopf abhacken kann und sie mir dann immer noch Schaden zufügen können. Das liegt einfach nur an den rosa Blättern, garantiert. Weiter, 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 immer weiter. Nein! Warum wechselt der die Richtung? Na egal. Ich fange ja hier wieder an, nicht beim Speicherpunkt, schade. Na gut. Aber das ist wenigstens nicht so nervig. Den Zombies kann man ja relativ einfach ausweichen. Und das bisschen Springen hier macht mir auch nichts aus. Weil reinfallen tue ich hier nicht. Das ist jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, mal in irgendwelchen Gebieten, in denen... Habe ich gerade gesagt, ich falle nicht rein? Gut, ich falle doch rein. Ach, wisst ihr was? Nochmal reinfallen, dann werde ich wenigstens zum Speicherpunkt geworbt. Noch einmal reinfallen. Dann ist so ein bisschen wie Schnellreise jetzt hier. Von daher... Alles in Ordnung. Ja, ja... Komm, schneller. Ich kann das leider nicht vorspringen oder vorspulen oder so. Aber was soll's, dafür haben wir uns jetzt ein kleines Stückchen Weg gespart. Ich kann weitermachen. Nein, aber irgendwie habe ich das an Stellen, die anderen irgendwie total leicht fallen, falle ich dann rein. Und so Stellen wie hier, wo man die ganze Zeit springen muss, da falle ich im Normalfall eigentlich überhaupt nicht rein. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie spiele ich anders als andere Leute, habe ich das Gefühl. Na komm schon. Über hier stand da eh. Zum Beispiel hier das Springen über die ganzen Pfeiler, das macht mir überhaupt nichts aus. Das finde ich überhaupt nicht schwer. Das ist keine Herausforderung. Das mag ich lieber, als irgendwo hinzulaufen und dann nicht zu sehen, ob man den Gegner reinläuft. Jetzt ist hier der Friedhof. Was ist das? Achso. Komischen Slimes. Hä? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, wo die Typen sind, mit denen ich reden soll, die mir den Dungeon aufmachen. Und Sky hat mir nur was gesagt von wegen, ja, da im Sumpf, laut meinen Quellen. Ja, bla, Sumpf halt, ne? Deswegen, komme ich jetzt weiter? Das würde ich doch gerne mal wissen und ich würde hier gerne auch hochkommen jetzt. Gut gemacht, Chantae. Jawohl. Habt ihr das schon mal gesehen, wie jemand einen Geist mit einem Spin-Kick fertig macht? Bäh. Und dann runterrutscht. So. Und wieder einmal hoch und hoch und hoch und immer höher. Bis ans Ende der Welt. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Jawohl. Ah, und drüber. Toll. Und jetzt? Hier ist ja keiner. Irgendwie fühle ich mich gerade ein wenig verarscht. Runter, links. Nein, nicht? Moment. Ich habe die Tasten nicht richtig getroffen. So. Elefant. Kann ich hier durchrammen? Ja, ich kann hier durchrammen. Okay, wunderbar. Dann kommen wir hier auch weiter. Noch mehr Geister. Okay, die mache ich hier mit meinem Spin-Kick fertig. Dafür ist die ziemlich gut. Ups. So, jetzt. Und dich auch noch. Ach, da kommen ja immer mehr. Jetzt kommen wir erst auf den richtigen Friedhof. Und noch eine Statue von einer Walküre. Ups. Na, dich lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Du bist hoch genug. Du auch. Ja, obwohl, ich brauche die Edelsteine. Denn ich möchte mir noch die Sachen für 600 und... Nee, 500 war das. 500 und 900 Edelsteine kaufen. Damit ich hier zu einer richtigen Kampfmaschine werde. Und alles fertig machen kann. Vor allem der Elbow Dash, der klang eigentlich auch gar nicht mal schlecht. So, runter und links und... Bäm, ich werde fett. Aber wenn ich fett bin, kann ich nicht durch die Wand haben. Und, ist da oben vielleicht noch was? Ach, da habe ich jetzt keine Lust drauf, mich da mit dem Affen irgendwie hochzuklettern. Das mache ich irgendwann mal. Die Dinger kann ich sowieso nicht besiegen. Vielleicht als Elefant, aber nicht als Chantae. Ich habe keine Lust zu tanzen. Ah, ich glaube, hier mussten wir auch hin. In das Camp, in das ich wieder nicht reinkomme. Geh da rein, Chantae. Los. Dankeschön. So. Ein Zombie. Hallo.
If you meet Rotty Tops, you'd better watch your back. I wouldn't trust her any deeper than I could bury here. Okay, wenn wir die Frau treffen, dann sollen wir aufpassen, denn er traut ihr nicht weiter, als er sie begraben kann. So. Spiders are very good at climbing tree trunks, walls or other flat surfaces. I've seen them get at places a genie could never reach. Aha. Also er hat gerade gesagt, dass Spinnen überall Dinge erreichen können. Die können überall hochklettern und sie können Orte erreichen, die Genies nie erreichen können. Interessant. Doublemints are rare plants that cause whoever chooses them to duplicate. Imagine your attack power if there were two of you. Ja, der hat uns gerade erklärt, wie Doublemints funktionieren, dass wir dann zwei sind. Habe ich aber auch schon rausgefunden. Und dass wir halt doppelt so stark sind. Ach ja, die erzählt uns wieder, dass wir die Spinnen. Und die Musik hier ist ziemlich cool. Hört mal genau hin. Oh ja. Ah, ja, sie hat uns jetzt noch was über Flashballs und Packballs erzählt. Keep out. Toll. Zombie guys are disgusting. They only like women for their brains. Ja, genau. Sie hat gesagt, dass Zombie-Männer ekelhaft sind, weil sie Frauen nur wegen ihrer Gehirne mögen. Gehirne, ja, genau. Was? Moment, nochmal. Ratty Tops has two ugly brothers. Good thing they are all apart right now, cause when they try, they are bad news. Okay, Ratty Tops hat anscheinend auch noch zwei Brüder, die ziemlich hässlich sind und die aber jetzt nicht da sind. Und was gut ist, weil wenn sie irgendwie alle zusammen sind, dann bedeutet das Ärger. Naja, mal gucken. Gehen wir erstmal hier rein, wo drauf steht, dass wir draußen bleiben sollen. Oh, wie tanzt du denn? Ich denke mal, du bist Ratty Tops. Excuse me, I'm looking for a zombie named Rotty Tops. I'm Rotty Tops. Who are you? My name is Shantae. You've replied to my question about a magical stone, right? Oh, that. It's called the Simmer Stone because it burns endlessly. It's kept deep inside the Cackle Mound by a society of shriekers. What about it? I need to get to it before something terrible happens. Can you show me the way inside? Me show you? Ha! Aren't you afraid to ask a zombie for help? I might try to eat your brains. I thought only wild zombies ate brains. Shows what you know. Tell you what, let's have a little competition to see just how bad you want it. If you win, I'll show you the Simmer Stone, but if I win, the brains become a tasty snack for me and my pals. Okay, also sie weiß, wo der Stein ist, und zwar in den Ruinen. Und sie hilft uns nur daran zu kommen, wenn wir zeigen, wie sehr wir den Stein haben wollen. Und zwar in einem kleinen Wettbewerb. Wenn wir gewinnen, zeigt uns den Stein, und wenn sie gewinnt, dann kriegt sie unser Gehirn zum Essen. Ja, schöner Wettbewerb. What do you say, Shantae? Wanna race? Moment. Erstmal noch nicht. Also sie fordert uns zu einem Rennen heraus. Ich will erstmal den Rest der Stadt erkunden. Das Rennen machen wir dann später. Oh, ein Badewagen. Ja, ich weiß nicht, ob Zombies wirklich so hygienisch sind. Mal gucken. Hallo, schöne Zombiefrau. Wie geht es dir? Hi Shantae, this is the place to revive those aching muscles and soak your worries away. Genau, und Shantae meinte, dass sie eigentlich dachte, dass nur wilde Zombies Gehirne fressen. Und dann meinte Rotty Tops, ja, das zeigt, wie wenig ich über Zombies weiß. Aber gut, ich meine, Zombies trifft man jetzt nicht so oft, ne? Deswegen, Ein Safecard, ja, speichern könnte nicht schaden. Durchaus nicht. Und ich weiß nicht, Shantae ist echt ein schizophrenisch... Oh, wow, wie sieht der denn aus? Ein Zombie, alter Mann. Shantae ist wirklich ein schizophrenes Spiel. Ich meine, im letzten Part hat mich das Spiel so angekotzt und ich habe absolut keine Lust mehr gehabt. Und jetzt in diesem Part macht es auf einmal wieder Spaß. Also, sehr seltsam. Townshop, was haben wir noch? Warp Squid Wagon. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Warp Squids hier benutzen will. Mal schauen. Was haben wir hier noch? Ein Shop. Ach ja, richtig. Ich finde es schön, wie alle Charaktere angepasst sind, dass sie Zombies sind. Was habt ihr denn? Vile, Float, Candy, Mints, Greed. 5 Greedy Jars makes enemies drop double the loot. Wow. Okay, ich glaube, die sind ziemlich cool. Also mit den Töpfen hier, wenn ich die benutze, droppen die Gegner doppelt so viel. Wobei, das meiste Geld kriege ich sowieso aus Vasen. Von daher. 10 Flashballs, Fireballbälle, schneller und stärker als Pikeballs. Klingt gut. Holen wir uns doch mal Feuerbälle. Ja. Und wenn wir schon mal hier sind, das waren ja nur 10, deswegen hole ich mir direkt mal 30. Wir haben ja das Geld. So. Dann möchte ich jetzt aber auch mal ausprobieren. Menü, bitteschön. Und Feuerball, so. Gucken wir mal, ich hoffe, das war jetzt keine Fehlinvestition. Oh ja. Oh ja. Wow. Die sind echt schnell. Die halten auch recht lange. Ja.
Doch, ich glaube, das war gut, dass ich mir die gekauft habe. Damit dürften auch die blöden Nagassen so kein Problem mehr darstellen. Na gut, ich gehe nochmal speichern. Ich mache jetzt das Rennen nicht mehr in diesem Part, denn ich habe lange genug gespielt für einen Part. Und ich sage mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Rottitops vs. Shantae in einem Rennen um mein Gehirn. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.